Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Memoria. Wir versuchen immer noch das Kaninchen zu fangen und du meinst, du weißt, wie es geht. Richtig, denn ich habe es schon mal ausprobiert im Aufnahmetest. Und ich dachte mir einfach mal, was für Arten von Fallen gibt's? Eine Grube, ja. Dann hier so eine, dann eine, die sich zusammenzieht. Und deswegen wollte ich die einfach mal neu bauen. Dafür habe ich es abgebaut. Das Fell ist nun voller Löcher. Den letzten Pflock bekomme ich nicht heraus. Zeig mir deinen Dolch. Jetzt will er auch noch meinen Dolch. Der kriegt nichts, kriegt er. Jetzt, wo du die Lösung hast. Ne. Dann sagen wir hier das durchlöcherte Fell. Naja. Wie bist denn da drauf gekommen? Einfach die Felle abbauen. Falle abbauen und dann hat sie hier gesagt, dass da Löcher drin sind. Achso, du hast also die Falle abgebaut. Um sie neu zu bauen. Okay. Tja, ich sag's nicht gerne, aber gut für dich. Nimm sie einfach zur Kenntnis, sagt gar nichts. Ich hebe mir meine Kraft für den Krieg auf. Beeindruckend. Armes Tier. Und nun? Ich kann es nicht einfach roh essen. Jetzt müssen wir Feuer machen. Hier hast du Steine. Oh, wer braucht sie nicht? Nein, das sind besondere Steine für Feuer. Er scheint etwas in der Hand zu halten. Wie kommt es denn, dass er uns auf einmal wieder mag? Ja, wäre auch nicht das. Das sind Feuersteine. Danke. Und jetzt den Stab. Was? Steine für den Stab. Das ist der Preis. Nix gibt's. Halt den Stab. Oh, wir haben ja schon die Feuersteine. Du hast hier gerade genommen. Ja. Also. Danke, dass ihr mich nicht hergegeben habt. Ich dachte, du wolltest mich loswerden. So unberechenbar ihr auch seid, er ist noch viel schlimmer. Was? Unhaltbare Zustände. Ja. Ich habe versagt. Ich kann genauso gut hier liegen bleiben und sterben. Er hat alles mitgenommen. Nur die Feuersteine und die Maske hat er mir gelassen. Ich werde diesen Mistkerl jagen. Ich werde ihn fangen und ich werde ihn ausnehmen wie eine Ratte. Niemand missachtet mich und kommt heil davon. Das klingt wütend. Ja. Wo ist denn die Maske? Wirklich. Wahrscheinlich hier. Feuerstein und Maske. Das Gute ist, das schränkt jetzt die Kombinationsmöglichkeiten der Gegenstände für kommende Rätsel erheblich ein. Wo ist er lang? Sind das Tierspuren? Oder war das Rachwahn? Wenn ich der falschen Spur folge, finde ich vielleicht nie wieder zurück. Vielleicht mit diesen Beeren. So, von hier bin ich gekommen. Auf diese Weise gehe ich auf jeden Fall nicht verloren. Und wenn die Beeren mal kein Tier frisst hinter uns? Was für ein Durcheinander. Ich dachte, sie will die Beeren essen. Ich war drauf und dran. Ich denke, ich habe genug. Rechts vor links. Wo der wohl hinführt? Wir wollten ja über die Berge gehen. Und da ist ja die Heimat von dem einen Kerl. Zumindest in der Nähe. Deswegen haben wir ihn ja als Führer mitgenommen. Deswegen denke ich mal, dass wir hier lang müssen, Richtung Berge, nicht in den Wald. Oh Gott, wir haben uns verlaufen. Ich denke, ich habe genug. Was? So. Du kannst die Pferde mal gucken.
wo der wohl hinführt? So, hier sind ja Fußspuren. Und in die Richtung nicht. Das ist wahr. Wo der wohl hinführt? Da sind aber nirgendwo Fußspuren. Wo der wohl hinführt? Hier ist wieder die Fährte. So eine. Wo der wohl hinführt? Ist ja vielleicht nicht die richtige. Ja, die fängt ja da mitten im Nirgendwo an. Den Weg bitte. Gott sei Dank. Oh, da haben wir unsere Fährte. Hallo. Oh. Es hat Angst vor mir. Wer hätte das gedacht? Es sind aber auch furchteinflößend. Bekannt vor. Er hätte so irgendwo Viren hingelegt. Wo? Hier, klar. Bei sowas ist es eigentlich immer ganz hilfreich, sich eine Karte zu zeichnen. Da haben wir doch hier die Beeren. Und das ist der Anfangsscreen. Das ist nicht der Anfangsscreen. Nicht? Nein. Bei dem Anfangsscreen gab es drei Wege und Berge waren im Hintergrund. Ja. Ja, das ist der Anfangsspiel. So. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Warum nicht in den Wald? In den Wald ist der nicht. Der ist bestimmt in den Wald. Das ist zu schauen. Ja, sieht irgendwie auch nicht so einladend aus in dem Wald. Die kenne ich doch. Sind du da sicher? Es liegt kein Beerengras da. Also kein Ästchen. Aber es sah auf jeden Fall genauso aus. Fete waren wir damals gefolgt. Ja. Vor 2 Minuten. Vielleicht gehen wir da nochmal hin und jetzt mal in den Nebel. Ist jetzt nur langweilig, die Berge sind. Ich gehe lang, um hier mal überall lang zu laufen. Ein bisschen spazieren zu gehen. Um den Kopf frei zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ach, sieh an. Unser Freund, das Reh. Hallo. Oh. Wir sind der Freund der Tiere.
Was? Das machen wir aber nicht. Richtig. Sind wir denn? Labyrinth-Rätsel sind die besten Rätsel. Sind wir hier der Pferde? Wie viele Beeren haben wir noch? Die kleinen Infos zu sein. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob der gute Mann überhaupt so Spuren hinterlässt. Natürlich. Und blaue Beeren. Damit können wir kennzeichnen, welchen Weg wir gegangen sind. So dass wir jetzt, wenn wir hier wieder sind, dass wir wissen, dass wir hier schon mal lang gegangen sind. Und mit dem Roten immer den Weg zurück kennzeichnen. Ich sehe schon, du bist Experte im Verlaufen. Der Vierte. Das weiß ich nicht mehr. Hatte sie davon gesprochen, dass sie der richtigen Pferd folgen muss oder den richtigen Weg nehmen? Beides. Ein Fuchs. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso? Weil ich nicht weiß, wo der Ausgang ist. Ja. Wir gehen einfach jeder Möglichkeit nach. Mit den Bieren können wir jetzt kennzeichnen, wo wir waren, wo wir herkamen. Oh, hier geht's berghoch. Das sieht doch schon mal. Das ist deine einzige Hoffnung, dass er nach Hause in die Berge geht. Und da ist so ein kleiner Hügelchen im Wald, natürlich so ein Strohhalm, nach dem man auch greift. Oh, aber jetzt gehen wir wieder ins Tal. Nein, nein. Das sind die falschen Beeren. Das bringt mich. Die Rot mit den Weißen. Dann kriegen wir rosa Beeren. Wir gehen rechts lang. Weil es da felsig ist. Nein, weil es da lang geht. Das weißt du doch gar nicht. Das weiß ich. Der mag Felsen. Ich werde übrigens keinen Punkt zuerkennen. Ohne einen Führer schaffe ich es nie dort hinauf. Ohne einen Führer. Mann, die hat vielleicht eine Einstellung. Ja, jetzt haben wir schon mal eine Sackgasse gefunden. Ist doch was Schönes. Ja. Geht's deine Mitte auch hoch? Nein. Ja, sein können. Habe ich doch schon nachgeguckt. Also ich als Kenner von Waldwegen muss sagen, dass die hier in der Gegend nicht so verworren sind. Du folgst doch nicht den Tierfahrten. Hier waren wir schon überall. Das heißt, hier können wir zurückgehen. Und hier lang gehen. Das ist bestimmt die letzte Möglichkeit, die wir ausprobieren werden. Denn da, ach, da liegen weiße oder rote. Schon gut. Es geht auch rüber, das sind Steine. Nicht so zufällig laufen. Bitte geh in der Mitte hoch. Das ist mein größter Wunsch. Ja, hier waren wir schon überall. Ja. Da sind wir lang gegangen. Traurig. Deswegen wollte ich nicht in der Mitte lang. Du hast das natürlich gesehen.
Ja, ja. Mhm. Zeichne die Karte im Kopf mit. Als ob. So. Heißt, wir müssen da jetzt nach links. Ah, da müssen wir dann theoretisch auch schon mal lang gegangen sein. Bevor die weißen Beeren hatten. Hier eigentlich auch so ein Fabelnamen. Die Meisterlampe. Ich weiß es nicht. Ah, hier waren wir auch schon mal. Da sind wir hier wahrscheinlich der Spur mal gefolgt. Wahrscheinlich. Wir fällen unsere Entscheidungen auf der Basis von wahrscheinlich. Ja, von begründeten Vermutungen. Da wir immer der Spur gefolgt sind. Bis wir die weißen Beeren hatten. Und jetzt gehen wir mal links lang. Aber nicht vergessen, da rote Beeren hinzulegen. Sonst wird das System gestört. Oder eine Fährte, die wir verfolgt haben, bevor wir weiße Beeren hatten. Ja. Dann sind wir hier nicht links lang gegangen. Und hier sind wir durch. Wenn ich das programmiert hätte, ich würde den Spieler erstmal so 10 Minuten drin rumirren lassen, bevor ich den richtigen Weg überhaupt freischalte. Um das Spiel länger zu machen. Ich habe dort die Programmierer von heute durchschaut. Tue nicht. Ja. Wir sind auf der richtigen Spur, ich fühl's. Ja, wir sind in einer Sackgasse. Tatsächlich. Da kann man ja zum Reh. Das heißt, die haben ja alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Hier bedeutet, der Weg ist das Ziel. Ja. So sieht's aus. Also hätte ich nicht bekommen, dann würden wir das nur springen. Da meine ich, sind wir auch schon mal lang gegangen, aber. Der Vollständigkeit halber jetzt mit Beeren. Und dann müssen wir doch den Bergpfad nehmen, weil im Wald und hier haben wir alles ausgeschöpft. Das ist wohl wahr. Die größte Schwierigkeit besteht jetzt auch da in den Anfangsbildschirm wieder zu finden, aber natürlich immer rechts lang. Warum gehen wir nicht da hoch? Ich meine auch, da bin ich irgendwie schon mal lang gegangen. Ja. Ist ja keine Beeren hingelegt. Und da kamen wir auch. Was für ein Durcheinander. Allerdings. Dann gehen wir nochmal nach links. Links? Ja.
Ja, warum denn nicht? Damit muss man nicht mit den Beeren gemacht. Und wir sind doch noch nicht in den Nebel rein, oder? Willkommen in Silent Hill. Ja, richtig, aber wir mal nicht. Oh. Ha! Ich bin richtig. Er war hier. Erst hat er mein Kaninchen gefressen. Und dann, tja, und dann meinen Dolch in den Baum geworfen. Er macht sich wohl über mich lustig. Da gibt es nichts mehr zu holen. Der Mistkerl hat das Tier bis auf die Knochen abgefressen. Er hat ihn genau so geworfen, dass ich nicht rankomme. Ja, und hier machen wir den Cut. Ja, wo wir jetzt endlich das Labyrinth verlassen haben. Ganz selbstständig. Beziehungsweise verlassen. Weitergekommen. Richtig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.